Moin Moin, ihr Schlawiner, Knochen wieder hier. Heute fahre ich mit dem Independence Flugzeugträger durch die Gewässer. Rang 3, Rang 6, Entschuldigung. Bei den Amerikanern. Rang 6 bei den Amerikanern. Ich habe drei Geschwader an Bord. Ist klar. Insgesamt 37 Flugzeuge, fast mein Flugzeugträger. Wie man sieht, einmal Torpedobomber und zwei Marinebombergeschwader. Und hier ist schon einiges am Gehen, sehe ich gerade. Hier geht's ab. Ja, maximal 31,5 Knoten kann ich fahren und dienstgestellt wurde das Schiff 1943. Ich habe jetzt mehrfach versucht, wirklich manuell die Torpedos auszukriegen. Ich krieg das nicht gebacken, da muss ich noch mehr üben, aber ich habe einfach gerade im Moment den Nerv nicht dafür. Ja. Ist leider schade, aber ich versuche jetzt einfach so Wolfpack-mäßig hier, Wolfpack-mäßig die alle loszuschicken. In der Hoffnung, dass sie, oder dass das ausreicht. So, hier haben wir einen alleine. Ich schicke jetzt einfach mal wirklich alles los da. Also, die Schiffe haben jetzt eine Aufgabe. Ich hoffe, das reicht und dass ich nicht abgefangen werde. Noch sehe ich ja nicht viel, aber ich sehe den Flugzeugträger da oben. Wir sind hier drei, zack. Das ist natürlich ein bisschen knifflig hier, aber ich werde in Bewegung bleiben. Noch sieht's gut aus, noch sieht's gut aus. Also ich habe schon Treffer gemacht beim manuellen Ausklinken, aber da einfach das Üben dauert jetzt zu lange. Ich habe da gerade echt nicht die Nerven, weil ich auch jemand bin, der leider nicht sonderlich viel Geduld hat. Also in seltenen Fällen kann ich die auch mal aufbringen. So, da kommen schon die ersten Abfangjäger oder der erste Abfangjäger Staffel hier. Okay, ich gehe mal davon aus, dass sie mich jetzt versuchen aufzuspüren. Mal gucken, wie die das hier jetzt abdrehen. Okay, das war mal überhaupt gar nichts. Ausfälle. Vorhin lief das besser. Wenn ich Glück habe, durch die permanenten Angriffe fährt er in die Torps rein. Noch hätte ich eine Chance zu treffen. Einer wird reingehen. Zwei sogar. Leider keine Wassereinbrüche verursacht. Wenn man sieht, die Jäger sind hier heftig. Oder die eine Jagdstaffel ist heftig am Abfangen hier. Dreht jetzt bei. Ist auch okay so. Meine Gruppe 2 wurde zerstört. Das ist interessant. Ja, wenn es natürlich jetzt der Jäger von der, was war das, Lexington war, dann wundert mich das nicht. Toll ist das Ergebnis bisher nicht. Eben gerade hatte ich ein richtig gutes Match. Muss ich kurz erzählen. Echt, weil das war zu geil. Also, jemand schießt Torpedos auf mich, ne? Mit seinem scheiß Zerstörer. Und was passiert? Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Ich habe Feuerunterstützung angefordert und es kommt jemand und fährt wahrscheinlich zufällig, fährt er vor die Torpedos und fängt sich zwei Torpedos ein und die anderen sind an mir vorbeigezogen, weil die in einer schmalen Linie abgeschossen wurden. Klar, Isokase, kannst, da haust du ja nicht allzu viel raus. Und ich dachte mir so, echt jetzt? Hat der meinen Arsch gerettet? Also wie so ein Soldatenkamerad, der irgendwie eine Kugel einfängt für seinen Kameraden. Genau so sah das aus. Fängt er sich zwei Torpedos, weil er einfach gerade in der Geschwindigkeit an mir vorbeigefahren ist und die Torpedos in ihn reinknallen. Aber er hat es überlebt. Hab mich natürlich bedankt, so wie sich das gehört. Aber ich musste echt grinsen. Ich musste echt grinsen, weil ich dachte mir so, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Naja. Wie auch immer, auf jeden Fall war es eigentlich ein ganz gutes Gefecht. Ich habe alles Mögliche. Ich habe ein Schiff versenkt und auch den letzten irgendwie, der zu versenken galt, bevor wir gewonnen haben. Und dergleichen. Also das war eigentlich ziemlich cool. Ich fahre den jetzt hier auch noch nicht so lange. Der ist zwar fertig modifiziert, aber gerade jetzt an den Wochenenden, wo man hier für jeden Sieg irgendwie doppelte Kreditpunkte bekommt und so, ist das ja auch nicht so schwer. So, ich werde zusehen, dass ich hier die als Pack zusammenbehalte. Die sollen auch nicht zu weit auseinander. Wo fliegt der jetzt hin? Der kommt ja aber gleich noch an, oder? Hallo! Tja, was war das denn? So. Wir sammeln sie hier. Ausnahmsweise habe ich ja mal die Zeit dafür. Die muss man sich irgendwie nehmen. Man muss dazu sehen, dass man die irgendwie bekommt. So, das ist der gegnerische Kollege. Und ich schicke nochmal alles hin. Die Gruppe 4 wartet jetzt auf gar nichts mehr. Die fliegt jetzt sofort los.
Natürlich ist es sehr vereinfachtes Spielen, klar, aber jemand, der es vielleicht nicht besser kann, und ich ganz ehrlich gesagt einfach nicht besser, der muss es halt so probieren. Und wie muss man dazu sehen, wie man hier klarkommt, ne? Oder ich finde es vollkommen okay, wenn Leute das wirklich schaffen und auch gut schaffen, manuell abzuwerfen, beziehungsweise also manuell die Torpedos auszuklinken und so. Finde ich super, echt. Ich würde es auch gern können, aber ich kann es halt leider gerade nicht. Irgendwann habe ich es bestimmt auch mal gelernt oder so. Vielleicht schafft es Kaiser Franz ja früher als ich, wer weiß. Scheißjäger hier. Oh, verrecke. So, ich schicke die mit zurück. Einfach weil ich das für etwas sicherer halte. Aber ich lasse sie hier schwirren. Was hat er denn jetzt da? Ich meine, sie brauchen nicht komplett zurückfliegen. Sollen sich einfach nur da erstmal aufhalten. Also ich versuche, wenn möglich, versuche ich, wie gesagt, die Flugzeuge zu sammeln als Pack, dann kurz irgendwie einen Meter fliegen, damit sie sich zusammenfügen, also etwas komprimierter sind und dann loszuschicken. Hier ist es ja auch so, dass die Torpedobomber etwas schneller sind. Also relativ schnell. Und also was mir aber gerade so auffällt, ist, seit dem neuen Patch, die Ladezeiten sind echt bestialisch. Also teilweise, da brauche ich ja 2 Minuten, bis ich reinkomme. Ich habe Leute, da waren ja Leute mit bei, ich glaube, der eine, der ist erst nach 5 Minuten ins Spiel reingekommen. Also. Und eigentlich sollte das doch schneller gehen, aber eigentlich dauert es länger mittlerweile. Eigentlich dauert es länger, bis man in dem Spiel überhaupt drin ist. Keine Ahnung, aber wahrscheinlich ist das so wie bei jedem Patch. Der Patch ist ja erst vorgestern erschienen. Dass sich das irgendwann noch verbessert, hoffe ich jedenfalls. So, Gruppe 4 startet. Okay, da ist ein Jäger. Interessiert mich jetzt aber auch erstmal nicht. Und ich werde. Oh. Würde ja gerne mal den gegnerischen Flugzeugträger sehen. Das ist nicht so clever. Das ist nicht so clever, aber okay. Wir fahren hier schon noch raus. So, ich fliege mal auf Flash zu. Der versucht sich offensichtlich da jetzt zu verstecken. Ich müsste auch hier gleich rauskommen. Na, ich bin immerhin mal dabei. So. Ich glaube, Flash könnte ich mir noch lacken, wie man so gut sagt. Oder so schön sagt. Ich glaube, den kriege ich noch hin. Das sind gegnerische Flugzeugträger und genau da fliege ich jetzt hin. Ihr holt jetzt euch euren Scheiß dort. Gruppe 4, wir stehen unter Beschuss. Gruppe 2, wir stehen unter Beschuss. Oh ja. Gruppe 3 sind unter Beschuss. Ich schaff's gar nicht bis dorthin, also muss jetzt doch hier ran. Gruppe 4, greifen Gegner an. Gruppe 3, nähern uns Ziel. Gruppe 4, kehren zurück zum Schiff. Gruppe 3, kehren zurück. So, Gruppe 2 ist zerstört. Alter Schwede, was hat er nicht alles? Aber gut, mein Kollege hat ihn gesehen. Oh Gott, das sind ja so viele. Gegnerische Schlachtschiff gesunken. Ja, ist gesunken, aber ich wurde entdeckt. Und das ist wiederum scheiße. Sie sind beide hintereinander. Dadurch ist natürlich nicht verwunderlich, dass wir gewonnen haben. Eigentlich ganz ordentlich. Ja, wie man sieht, für jeden Sieg jetzt gerade an diesem Wochenende, bis zum 2.5., das wäre dann morgen, übermorgen gibt es immer eine Belohnung. Sieht ja ordentlich Kohle, gibt es hier unheimlich viele EP und einfach schon gestört. Nicht mehr normal. Aber die, müssen das so machen, alles klar. Wie war denn meine Gefechtsleistung? Eher Mittelklasse. Aber auch die Lexington hat eigentlich nicht allzu viel. Ja, wohl. Ist aber an 4. Stelle. 27 Abschüsse. Habe ich leider natürlich nicht, weil ich gar keine Jäger habe. Trotz allem, ja, sag ich mal, danke fürs Zuschauen.
Hinterlasst doch ein Abo, tut euch nicht weh, würde mir helfen, wäre echt super. Und ja, viel Spaß noch beim Zocken. Ja, ich weiß, und irgendwann werde ich auch mal lernen, wie man manuell die Torpedos rauslässt, und dann werde ich das machen. Aber wie gesagt, bis dahin könnte noch ein bisschen Zeit vergehen, aber ist auch egal. Wenn ihr besser spielt, dann freut mich das für euch. Also haut rein, Leute, bis demnächst. Ciao, ciao.